Wo liegt was? Wieder ein Pultspiel. Och nein. Geografie, das ist genau seine Stärke. Sicher? Ja, guck mal da hinten her. Wird schon gejubelt. Ja, das ist nochmal der Wett. Aber wenn jetzt dastehen wird, wo liegt Hamburg, dann würde ich es noch hinbekommen. Aber wenn jetzt dastehen würde, wo liegt die Brücke vom Esel, der irgendwie nach, weiß ich nicht, wohin gelatscht ist, dann drücke ich halt 2000 Kilometer weiter wahrscheinlich. Ja, das ist nämlich das Problem an diesem Spiel. Man muss erstmal natürlich erstmal eine Frage beantworten können und dann auch noch wissen, wo dieser Ort liegt. Okay. Hier so die genauen Regeln. Gesucht werden Orte auf verschiedenen Kontinentalkarten ohne Ländergrenzen. Auf dieser Karte müsst ihr mit Hilfe des Eingabestiftes die Orte antippen, einzeichnen, dann mit OK bestätigen. Wenn ein OK bestätigt wurde, kann man auch nichts mehr ändern. Wer näher am gesuchten Ort liegt, bekommt einen Punkt. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Bei gleichem Abstand, was passieren kann, bei gleichem Abstand bekommen beide Spiele einen Punkt. Also es gibt eine Frage, gesucht wird meist ein Ort und den müsst ihr dann einzeichnen. Wir haben auch ein Beispiel. Hier haben wir die Europakarte mit ein bisschen Asien noch hinten dran. Und die Frage lautet, wo liegt das Schlag den Star-Studio? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Kann man hier reinzoomen? Nee, dann musst du tippen. Zoomen geht nicht. Das ist ein Beispiel. Ja, ja, das ist ein Beispiel. Ja. Alexander, wo liegt denn der Schlag in Star-Studio? In Moskau, dachte ich. In Moskau, ja. Nicht? Falsch? Es liegt in Köln. Schade. Und Silvio hat ziemlich dicht getippt. 28 Kilometer von Köln entfernt. Da haben wir nämlich Köln, Alexander 2078. Aber... Ich habe hier übrigens nichts, ne? Das ist eingefroren. Das ist eingefroren. Also ich habe jetzt immer noch... Ja, ich auch. Ja. Ach so, okay. Das, okay. Damit, wahrscheinlich damit wir nicht sehen, oder damit ich nicht sehe, wo du getippt hast. Weil dann würde ich jetzt wissen, wo Moskau ist. Naja, bitte. Das, aber das steht ihr, es ja. Das also, könnt ihr da jetzt gucken. Ja, ja. Oder da. Ah, okay. Aber es ist nur die Auflösung. Was ihr getippt habt, sieht man natürlich nicht. Ja. So als Moskau, ja? Ja. Da wollte der Sascha uns ein bisschen reinlegen, aber... Okay. Wir werden mal sehen, wie das Spiel ausgeht. Genauso wie jetzt beim Beispiel auch. Aber Spielprinzip ist klar. Dann geht es jetzt los mit Wo liegt was? Wir bleiben in Europa und die Frage lautet, in welcher Stadt ist der neue Verein von Cristiano Ronaldo? Also jetzt muss man, wie gesagt, erstmal die Stadt wissen, wo er jetzt spielt und dann auch noch wo sie liegt. Silvia hat schon eingeloggt. Alexander auch. Dann gucken wir mal, wo ihr die Stadt hingepackt habt. Stadt ist? Manchester. Manchester. Da liegt Manchester und Silvio ist nur 30 Kilometer davon entfernt. Alexander, bisschen weiter, aber beide gut. Beide dicht dran. Es bleibt also eine knappe Geschichte. Punkt für Silvio. Hier die nächste Frage. Da haben wir jetzt Nordamerika. Und die Frage lautet, wo liegt der Hauptwohnsitz von Donald Trump? Zu dem sein gleichnamiger Golfclub gehört. Das Ding ist auch nicht genau, das ist ja Wahnsinn. Ja, du kannst dich ja immer noch ein bisschen rantasten, ein bisschen korrigieren, das geht. Mein Gott. Wo liegt sein Golfclub? Oder wo wohnt er? So, Alexander hat.
Silvia auch. Und dann gucken wir mal. Da ist Alexander. Da ist Silvio. Warst du nicht auch erst so ein bisschen weiter unten? Nee. Nee? Okay. Aber wo ist es? Es ist nördlich von Miami, so wie ich es glaube. Ich dachte, das ist irgendwo in Na, gucken wir mal. New York. Ja. Und da ist es. Sehr gut, 36 Kilometer dran. Warst du schon, oder? Ich war da noch nicht, nein, aber ich kenne Menschen, die Leute, die da waren, ja. Natürlich. Ja. Punkt für Alexander, 1:1. Hier die nächste Frage. Es geht nach Südamerika. Wo wurde 1993 Drogenbaron Pablo Escobar ermordet? Kacke. Gibt es auch eine Serie von? Goddammit. Pablo Escobar. So. Beide haben gedrückt. Weißt du es denn? Also, ihr könnt ruhig sagen, was. Ja, Kolumbien. Kolumbien. Aber wo genau? Aber wo genau? Ja, das ist. Mal gucken, wo genau. Da, in Medellin. Und Alexander, 241 Kilometer entfernt, Silvio 791. Trotzdem beide gut. Die Richtung stimmte ungefähr. 2:1. Hier die nächste Frage. Es geht um Afrika. Wo grenzen Burkina Faso, Niger und Benin aneinander? Burkina Faso, Niger und Benin. So. Einen Grenzpunkt. Wo ist der? So, wir gucken. Was habt ihr getippt? Einmal da, einmal da. Und wo ist der Grenzpunkt? Ziemlich in der Mitte. Aber Alexander ist dichter dran. Wieder knapp, aber Punkt für Alexander. Das wird aber auch schwer dort, ne? Also, das ist schwer tatsächlich. Wirklich so viele kleine Länder und es ist. Ja, vollkommen richtig. 3:1. 5 Punkte braucht man. Hier die nächste Frage: Asien. Und wo liegt der Amtssitz von Kim Jong-un? Wo liegt der Amtssitz von Kim Jong-un? Ist keine andere Karte. Nee, ich weiß, aber da ist sie größer und dann. So richtig gut reagiert es aber auch nicht, ne? Ja, aber man immer. Naja. Dammit. Hast du schon?
Ja, fängt jetzt so langsam an. Ja, aber das ist Schwachsinn. Ein Stückchen höher. Mach mal. Nein. Soll ich dir helfen? Jetzt bist du ganz raus. Okay. Okay. Wieso, was war damit? Was hat dich ein bisschen zweifeln lassen? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist Nordkorea, das ist ja klar, aber ob Südkorea neben dass diese kleine Halbinsel neben Japan ist und das nördliche ist oder ob es noch weiter runter ist. Also Südkorea ist südlich? Ja, das verstehe ich schon, aber dann ist ja Nordkorea nördlicher davon. So, das ist richtig. Die sind ja aneinander. Ja. So. Du musst es ja an Südkorea legen, weil Südkorea befindet sich neben dem Meer. Ja, aber wie weit nördlich meint er wahrscheinlich? Wir gucken, was ihr getippt habt. Nee, das ist Süd, da bist du im Süden, glaube ich, oder? Da ist er vielleicht im Süden, aber wo ist es denn nun? Pyongyang. Ach nein! Ah. Punkt für Silvio. Zwar ein bisschen weiter südlich, aber immer noch dichter dran. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Mein Gott. Ja, so schlecht auch nicht. 469 Kilometer. Okay, nächste Frage. 3-2. Europa, da sind wir wieder. Frage ist, wo liegt San Marino? Also, das ist ja wieder, das wird Zwerg. Ja, der Stift wird ja nicht mal so genau gezeichnet. Also wir suchen den Zwergstaat. Also wo liegt San Marino? Die Frage kann ich euch beantworten in San Marino. Wo liegt San Marino? Ah, ich hätte einen Denkfehler. Marino. Alexander hat. Na los. Wartet ihr auf mich? Ja, Alexander hat. Ach, ist das Andorra? Ist das Andorra, San Marino ist. Ja, wo. Ich glaube, wir müssen das mal so aufstellen, weil das ist hier... Nee, ich sehe da wirklich gar nichts. So, dann gucken wir, wo ihr getippt habt. Einmal mitten rein in Italien, ja. Einmal nördlich von Italien. Das werde ich ja wohl bekommen haben, oder? San Marino liegt da und Silvio ist 50 Kilometer dichter dran. Wenn auch nur knapp, Punkt für Silvio. Nächste Aufgabe. Fällt mir doch der Stift runter. 3-3, hier die nächste Frage. Ah, das war verschenkt. Nordamerika, Frage. Wo liegt der Olympiaspielort Calgary? Hallo. Na. Glaubst du, du bist echt so breit, dass du alle verdecken kannst? Oder wie ist das? Naja, alle vielleicht nicht, aber die wichtigsten. Obwohl, wenn ich mich so hinstelle? Gut. Beide haben getippt. Nein, stopp. Darf ich zurück? Nein. Oh. Weil das ist auch eine richtig schwere Frage. Du hast ja gesagt, das basiert auf ein bisschen Wissen. Ja. Wenn ich weiß, wo Calgary ist, dann weiß ich, wo Calgary ist. Aber da muss ich ja vorher nichts wissen. Ja, mal so, mal so.
Bitte was? Weißt du, was ich meine? Aber du musst ja erstmal schon mal, ja, du musst erstmal wissen, wo Calgary ist. Ja. Wo ist Calgary? Ja, in Kanada. In Kanada, ja. Sagt er. Ja, das hab ich jetzt wir auch gucken. Wo habt ihr getippt? Es war einmal Kanada, ich hab's einmal nach dem Tippen wieder verstanden. Unten und es ist ja. Da oben in Kanada. Simeon Punkt. Wir nehmen den. Hier. Ja, ist gut. Okay, 4-3 auf einmal für Silvio Heinevetter. Ein Ding muss er das Spiel muss er noch holen, dann gewinnt er dieses Spiel. 4-3, 5 Punkte braucht man. Hier die Frage. Südamerika. Oh. Wo liegt der Titicacasee? Wir suchen den Mittelpunkt des Sees, also nicht irgendwo am Rand, sondern den Mittelpunkt. Das ist ein relativ hochgelegener See, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe den noch nicht gesehen. Alexander hat. Ja. Silvio auch. Und dann gucken wir mal. Was habt ihr getippt? Einmal im Süden, einmal weiter nördlich. Und wo ist er jetzt? Der See. Noch weiter oben und damit kriegt Silvio Weiler. Was ist denn mit deinem Nachnamen? Silvio Heinevetter den Punkt und gewinnt. Wo liegt was? Spiel Nummer 5. So, jetzt fällt mir der Stift noch wieder runter. Neuer Punktestand. Wir haben wieder einen Führungswechsel. 9-6 für Silvio Heinevetter. Herzlichen Glückwunsch, aber wir sind noch lange nicht am Ende.